Hier, dann setzt doch die Krone da auch, Mensch. Kutschlukamola. Ein Versuch mit der Krone klappt das offenbar nicht. Das ist natürlich schade. Wir haben natürlich den Frosch. Hm? Ah, er will die Krone auch nicht. Herr Lacaboni! Vielleicht kann er uns ja trotzdem helfen. Na, okay, wir müssen den Frosch fangen. Schnell durch das Tor. Nein, er kommt nicht in unsere Welt, oder wie? Ohne Münze geht's nicht, okay. Zeit springt immer nach vorne. Zwei Kinder, eine Katze. Okay. Oh Gott. Eis wurde geschleckt. Na, muss ich mal gucken, was Bild. Ein Eis wurde geschleckt. Das mit den grünen Augen.
Rote ist beim Kind mit den grünen Augen. Ich brauche 3 Tassen. Grüttatik! Grüttatik! Hala, Leola! Ja komm, das habe ich jetzt schon mitgekriegt, aber das hier. Grüttatik! So, er braucht die Krone, ja. Hat ja Monsieur hier einen gesagt gehabt. Grüttatik! Okay. Wenn ich noch nicht gebe, ich brauche da nicht alles. Es geht nicht weiter runter. Oh ne, weiter rechts. Gut. Wir haben ja schließlich jetzt 2 Gehirne in eine Pro, hier ist eine Münze. Oh, die Taubenlady. Mit einem Dosenöffner. Also, mit dem Dosenöffner habe ich die Fliegendose geöffnet, kommen die Fliegen raus. Dann haben wir was gedreht. Rasenmäher, Motor. Gefährlich, das Tier. Wahrscheinlich gibt es hier irgendwie wieder was zum... Ja, genau. Löwürmchen, wollte ich schon sagen. Das kennen wir ja nur schon. Er hat eine Tasse. 1, 2, 3. Ja. Ah ja, wir müssen wieder rausfinden, was 1 ist, was 2 ist. Die Tasche ist 2. Ist die 1. Das Rad ist die 3. Das war das Ölchen. Ah ja. Hä? 1. Nummer 1. Ah ne, stimmt. 1 war das Rad, das war der Troll. 3 war die Karte, okay. Grüß dich! Hä? Was ist denn das? Die Monika Lese? Puccino Caralin. Mhm. A grosi Leibenack. Gebrockte Heu. Oh ja. Was mit euch anfangen soll, weiß ich noch.
nicht so ganz. Aber du kriegst deine 3000 aus mal. Grundartig! Hehe! Schwester keinen Schreck kriegt, wenn wir sie jetzt nochmal treffen sollten. Aber wenn die Krone hier doch verloren ist, wie kann sie denn in unserer eigentlichen Zukunft, weil das hier ist wahrscheinlich die Vergangenheit, noch vorhanden sein? Ja, das ist halt immer dieser Kniff mit angeblichen Zeitgeschichten. Wenn man was halt in der Vergangenheit verändert, ändert das ja nicht die Zeit, in der man sich gerade wirklich befindet. Meiner Meinung nach. Also. Hier? Wollt ihr eine Krone haben? Nein. Das kann ja nicht gewesen sein jetzt, dass wir echt nur noch den Frosch ohne aufsetzen, oder? Aha! Dicke Monalaba. Bosai Unala. Oh nein. Karantak. Ist das der Opa von uns? Bosai. Karoizekun. Es geht da nichts über Opas und Omas. Allgemein über Großeltern, wenn sie mit einem Spaß haben. Aroya lesen. Schleunak. Bendek Simona Palewa. Hallo lesen. Oh. Was würde passieren, wenn er jetzt die Krone kriegt? Oh, die ganze Krone wieder verschluckt. Ja, Freunde, das war's auch schon mit Lost in Play. Ich hoffe natürlich sehr, dass euch das Let's Play gefallen hat. Hoffe ihr natürlich, ihr schaltet bei einem anderen Let's Play wieder auf meinen Kanal ein. Lasst mir doch noch unter, schreibt was in die Kommentare und ansonsten sage ich als erstes schon mal jetzt wie immer Ciao Ciao. Schaltet wieder ein. Bis dahin. Und ich kann nur sagen, es war ein echt grandioses Spiel. In einer Point-and-Click-Manier. Als Zeitvertreib ist es wirklich sehr zu empfehlen. Gar nicht mal so schwer, also das heißt auch wirklich für die Kleineren unter uns gedacht. Also ja, es gibt ja nicht nur große Leute, die spielen. Ne? Für die Kinder ist auch entsprechend sehr zu empfehlen. Die Rätsel sind nicht allzu schwer. Mit ein bisschen ausprobieren. Man muss auch nicht viel verstehen können dabei. Von daher, ich finde es auch gerade schön, wenn man so mal schaut, wie die Story im Eigentlichen dann abgelaufen ist, ne? Wenn man im Spiel verloren war. Ja. Nichtsdestotrotz, ich kann es sehr ans Herz legen. Vollpreis, würde ich sagen, wie immer, muss jeder selber wissen, ob er es bezahlt. Ich weiß gerade gar nicht, was der aktuelle Preis ist. Oh.
Kinder basieren halt auf echten... Oh, das ist auch schön. Ja, mit den, die Familien der Entwickler, das ist mal schön, sowas. Kommt vielleicht noch was? Nein, kommt nicht. Ja, wie gesagt, also ich empfehle das Spiel gerne weiter, ob ihr Vollpreis dafür bezahlen wollt oder nicht. Bleibt ganz bei euch liegen. Ich empfehle natürlich gerne für diejenigen unter euch, die nicht ganz so viel Geld haben, wartet einfach ab, bis ihr so 20-30% vielleicht irgendwelchen Sales bekommt. Sind ja in der Regel immer einmal im Monat oder allerspätestens alle 2 Monate sind auch solche Spiele mal im Angebot. Nichtsdestotrotz ist zu empfehlen, auch wenn ein bisschen kurzweilig, aber die Rätsel, wie gesagt, waren nicht zu knackig. Machen auch für kleinere Leute, die kleineren unter uns Spaß. Von daher sage ich, kauft's euch ruhig, ich empfehle es gerne weiter. Und wir sehen uns bei einem anderen Let's Play wieder. Ob es ein Point-and-Click-Adventure wird oder ähnliches, weiß ich gerade nicht. Ich habe so einiges noch im Hinterkopf. Aber jetzt hier zum Ende des Let's Plays. Wir sind kurz vor dem 24. März. Also gerade aktuell der 19. März. Am 24. März anscheinend Resident Evil 4, das Remake, das wird bei mir erstmal auf dem Kanal laufen. Und da habe ich dann wieder auf jeden Fall erstmal 2 Projekte noch am Stück laufen. In der Regel mache ich nie mehr als 2. Mal gucken, ob nicht doch noch nebenbei ich was einschiebe. Von daher, lasst euch überraschen, schaltet wieder ein und bis dahin.